Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So. Heute hat Sir Christopher Frank Cardini Lee Geburtstag. Das ist mein Lieblingsschauspieler und auch mein Vorbild, wie ihr natürlich wisst. Und ich habe hier jetzt meine Top 4 seine für mich die besten Filme, die es gibt bis jetzt, weil ich sammle noch weiter und es gibt so viele Filme, wo er mitspielt, und die habe ich jetzt aus dem Blick, die voll geil waren und einfach verdient haben, zu den besten Filmen zu kommen. Also ja, ich habe eigentlich gesagt, dass die Filme kommen im zweiten Teil, aber ich habe dann das vergessen und heute wäre er ja 96 geworden. Er ist vor drei Jahren gestorben, leider am 7. Juni ist er gestorben, da hätte ich auch noch was dabei, aber schauen wir mal. So, ich zeige euch mal jetzt mal die Filme, ihr werdet vielleicht schon welche Arten haben. Das erste ist natürlich mein Lieblingshorrorfilm mit ihm. Auslandschatten. Also, ich habe schon gesagt, da fliegt echt sehr viel Blut. Das ist es auch. Aber dieser Film mit Christopher Lee, Peter Cushing, Winston Bife. Also, dieser Film, der ist der Wahnsinn. Ich liebe den. Ich liebe den Film. Also, Entschuldigung, ich weiß nicht, was da war. Der Film ist einfach mega. Mega cool und echt horrorblutig. Also, der Film, ich kann euch jeden erfüllen. Mega gut. Also dann 10 Punkte. Von mir bekommt er. Von mir hätte mir bekommen 3 Oscars. Ja, 3. Die Schauspieler, das Horrormäßig. Und die alle 3 in einem Film, Alter. Echt gut. Das zweite ist dann Totentanz der Vampire. Mega gut, also so ein Film habe ich auch noch nicht gesehen. Auch mit, natürlich auch mit Ritter von Leon Pilaruschen, aber der Film Totentanz der Vampire, sowas habe ich noch nie gesehen, also der Film ist mega gut. Also es ist ein Horrorfilm, das ist mein zweitlieblings-Horrorfilm mit Christopher Lee. Und der Film ist mega gut. Also sehe ich jetzt, das ist ein Punkt, der bekommt von mir 2 Oscars. Die Horrormäßig und ja, schon die Schauspieler sind echt gut und die Ideen sind auch voll geil. Und auch sehr blutig. Der nächste Film. Also die nächste Filmreihe ist die französische Nation mit ihm. Diese vier Filme, dieses können wir so ausflacken, oder ist hier eine CD und da ist eine CD. Also echt sehr gut. Der beste Teil ist der dritte. Es gibt 4 und der dritte ist der beste, muss ich sagen. Meiner nach. Und der vierte war schon gut, aber naja. Also alle ganze 10 Punkte, Christopher Lee, sieht man im dritten Teil oder im vierten. Im dritten Teil kurz und im vierten im ganzen Film. Aber der Film ist mega. Die Filme sind echt sehr gut. Also, es ist von Situation. Also diese Filme kann ich Ihnen erfüllen. Ein echt guter Abenteuer und von mir persönlich kommen eigentlich 5 Oscars. Die Schauspieler, die Ideen, die Bild und Ton, das Lied und natürlich die Spannung, Alter. Mega gut. Und hier ist mein absolut Lieblingsfilm mit ihnen bis jetzt. Also, ich kenne da keinen einzigen Film. Und so einen Film habe ich auch noch nie gesehen, ihr werdet es vielleicht schon wissen. Palast der Wilde. Alter, Palast der Wilde.
alle drei Teile. Tanze 10 Punkte. Ich feiere das Palast der Bilder. Ich feiere das. Also ich habe noch nie so etwas gesehen. Der dritte ist absolut der beste. Diese drei Filme sind geil, spannend, voll gute Macht, sehr traurig und sehr interessant. Also für mich bekommt der Film echt 8 Oscars. Die Darstellung, die Spannung, das Lied. Dann wie liebevoll der Film ist. Dann die Gewalt. Die so kämpferisch, die Schauspieler. Und das 8. Und absolut. Also echt sehr interessant. Also Palast der Bilder. Ein echt, die drei Filme, Alter. Echt sehr, sehr, sehr gut. Und Christopher Lee spielt auch den ersten Teil mit, ganz kurz am Ende. Und er spielt auch noch den zweiten Teil mit. In ganzen Film. Mhm. Und also im dritten dann leider nicht mehr, auch verstehe ich auch nicht warum. Aber einfach mega gut. Einfach mega gut. Christopher Lee ist hier gut. Hier ist er auch gut. Totentanz der Vampir ist er auch gut. Aber hier bei Haus an Schatten, das sind zwei Rollen. Also er ist gut und böse, weil er zwei Rollen spielt. Also ja, eine Rolle ist gut, die andere ist böse. Hm? Also ja, Top-Rolle ungefähr. Also alle haben 10 Punkte. Also die kann ich jeden Tag schauen. Die sind einfach mega gut und so. Also heute wäre er 96 geworden, meiner. Hm? Und ja. Falls jetzt einer kommt, ein fremder YouTuber, und der kennt ihn einfach nicht, jetzt sage ich mal seine bekanntesten Filme eigentlich: Star Wars, James Bond, Herr der Ringe, Hobbit, Kremlins 2, Police Academy, die Edgar Wallace Filme, dann, was spielt denn noch mit? Die drei Musketiere, Sherlock Holmes, Charlie und Charlie Fabrik, Sleepy Hollow. Der letzte Tempelritter. Frankensteins Fluch. Scheiße, was noch? Und viele andere Filme noch dazu. Also Hamlet, zum Beispiel der Modern Horsch und viele andere. So. Das war's wieder mal von mir. Abonniert mich, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und das Video. Und wir sehen uns dann beim zweiten Teil von den Filmen, die Nether es nicht geschafft haben, zu den besten Filmen zu kommen. Das war's jetzt von mir und tschüss.